Hey ho und willkommen zurück zu dem toten Weltraum 3. Ja, wir sind mal wieder hier. Wo sind wir eigentlich? Auf der USM Eudora. Ja, in Carvers Apartment sind wir. Achso, das ist mein Apartment. Ja, das ist tatsächlich dein Apartment. Guck mal, das ist mein Apartment. Schön, oder? Ja, also besser jedenfalls bei dem, was wir da bei Isaac gesehen haben. Ne? Ja, ich meine, dein Apartment war ja unter aller Sau. Nee, auf jeden Fall, ja, schön. Sind wir mal wieder zurück. Ich freue mich auf jeden Fall mal wieder hier so ein bisschen weiter die Necromorphs in den Hintern zu treten. Oh ja, ich mich auch. Und guck mal hier, das ist so meine Gitarre hier. Oder nee, ist das eine Gitarre? Ja, das oder? Ist so eine Science-Fiction, voll abgespacede neue Gitarrenform. Also. Und das sind meine Bücher, ne? Musikalisch begabt. Bücher? Und wir sollten ich sehe zwar nicht so aus, aber ich lese auch. Bitte? Du liest? Warte mal, sieht man dir wirklich nicht an? Natürlich. Das sieht man dir wirklich nicht an. Nee. Auf jeden Fall sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, dass wir nochmal neu angefangen haben, damit ich dann auch, damit ich nicht diese Überspecial-Waffe habe, ne? Und ihr das stundenlang mit ansehen müsst, wie ich im Ash Rot rumrenne, das wäre dann noch. Und wie du alles alleine machst und ich dir gar nicht in den Arsch treten kann. Ja, und wir haben. Es war auf jeden Fall ein wenig schwerer jetzt schon vorher. Ja, das war wirklich ein bisschen schwerer, ne? Wir haben uns, aber es geht. Ich kann aber ganz kurz mein Inventar zeigen. Also, ja gut, gesundheitsmäßig sieht es wieder sehr gut aus, aber was soll's. Und wir haben uns überlegt, Audionachrichten können wir gerne mal abspielen, ja, genau, aber Textnachrichten werden wir allgemein nicht vorlesen. Hey, ich bin gerade auf Patrouille, fass dich kurz, ja? Jürgen hat heute Geburtstag. Oh, scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John. Du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Oh, der Kava ein Herz. Oh, ja. Was? Ich hab doch kein Herz. Der liest und hat ein Herz? Was? Ja, und was haben wir, haben wir denn noch so an News? Zum Beispiel neue. Ja, wir haben einiges, aber vielleicht sollten wir erstmal dabei vielleicht schon mal ein Stück weiter gehen. Ja, genau. Also, wie gesagt, die Textlogs werden wir nicht vorlesen. Wir zeigen die aber mal, so könnt ihr auch posten. Okay, Leute, gerne. Alle mal zuhören. Ach, guck mal, die Duschen. Sagen, haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wirkt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Ah ja, alles klar, Ellie retten, aber das war ja schon vorher Thema, ne? Nee, ich bin eigentlich immer noch bei der Mission, dass ich die Miete bezahlen muss für dich. Ach so. Das ist immer noch meine primäre Aufgabe. Das ist da hinter der Tür. Ich finde das so schade. Man kann immer in diese Türen nicht reingehen. Ach, damit. Ja, das ist vielleicht ein Privatgemach. Irgendwie vom Captain oder so. Das ist halt abgeschlossen. Da soll nicht jeder rein. Und dann hat das schon seinen Sinn. Ich habe übrigens noch ein paar News. Ne? Also zum einen, wir haben jetzt im Part 2 hatten wir ja beide einen netten Content-Treffer. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn wir das Tatsache doch mal so ein bisschen mit Filtern verschleiern müssen. Es tut uns leid, muss aber leider sein. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ist ein bisschen nervig, aber tja, ist halt so. Und ich habe noch eine neue News. In Mississippi ist heute die Sklaverei abgeschafft worden. Hey! Ja, Wahnsinn, da haben sie es auch mal geschafft. Komm mal zu euch! Und Lasagne sollte man besser nicht mehr essen. Ja, ne? So, und jetzt haben wir doch glatt mal ein Artefakt entdeckt. Ach ja, ne? Ah ja, das Artefakt haben wir ja auch. Wir haben ja neu angefangen und das haben wir ja am Anfang, als wir noch auf Tau Volantis rumliefen, haben wir uns das auch gleich gegriffen. So, ich habe das gerade schon gezeigt. Ja, ihr könnt ja dann einfach mal so mal bei der Jorle schauen, mal bei mir. Ich glaube, ich schaue dann bei ihr auch ab und zu mal so die verschiedenen Sichtweisen. Das ist ja schon eigentlich ganz interessant. Ja, bei dir wird es echt spannend. Also, das habe ich bis heute auch noch nicht gesehen. Also. Ja, siehste. So. Und wir labern jetzt auch in Zwischensequenzen rein, wegen den Content-Treffern, ja, oder? Ja, total. Bin ich dafür. Ach, Norden. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. Die Schock in 5, 4, 3, 2, 1. Blub. Ja, Blub ist gut, ja. Mops-Geschwindigkeit. Nee, Mops-Geschwindigkeit. Mops-Geschwindigkeit, ja. Kennst du es auch? Nein! Ja, natürlich. Oh nee, ich will die Szene gleich nicht spielen. Aber ich verrate ja nichts. Du kennst das doch auch gar nicht. Himmel. Ah, doch. Das ist der Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof.
Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Bark? Moment. Nein. Mina! Mina! Ja, einer muss uns ja warnen hier, oder? Du, ich glaub, mein Gott, ey, wenn du am Steuer bist, der immer das Gleiche. Oh, 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 oh. Halt dich mal fest, bitte, ja? Ja. Ich bin Isaac, ich muss mich nicht festhalten. Ich laufe ja ohne Maske und so rum. Hallo, was ist zufällig der Helm? Helfen Sie mir. So, hier, Plasma-Cutter. Achso, das musst du ja kommentieren. Alter, Ingenieur! Ich erkläre es unterwegs. Cap, wo finde ich einen EVA-Anzug? Was, einen Eva-Anzug? Ja, Adam, ich brauche einen Anzug. Au! Ich brauche Adam und du brauchst Eva. Was ein Wortwitz, oh Gott! Au! Nein! Hilfe, Hilfe! Weil du Ingenieur bist. Ja, wenn im All wird, kriegt er das nicht aus. Du weißt ja, bei den lauten Stellen laut reden oder schreien. Achtung, Achtung, damit man dich auch hört. Scheibe. Nein! Kann ich mal mitkommen? Weil wir nehmen die Yorle ja extra mit Fraps nochmal separat. Also ja, mit Fraps auf. Ich nehme mich gerade mit Audacity auf. Deswegen können wir leider die Tonspur nicht so ganz trennen. Deswegen schreit euch die Jolle dann ab und zu auch mal an. Du bist einfach zu leise! Das passt schon. So. Du kannst mich gern anschreien, ich bin das gewohnt. Guck mal, wie schlecht mir das Ding anzieht. Oh. Hallo, kriege ich auch einen Anzug? Aber natürlich nicht. Jo, raus mit dem Teil. Oh. Ja, super, ist aber auch. Schnell, 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 schnell. Ach, guck mal, da bin ich wieder, ne? Hui! Guck mal, ich habe meinen schon an. Guck mal, da ist wieder Zeug. Ich brauche Zeug! Was wollen wir? Irgendwas losmachen. Ja, ich weiß ja, was zu tun ist, aber du wahrscheinlich auch. Wir tun mal so, als wenn du das nicht wirst. Ja, natürlich. Hui! Zeug! Nein! Achso. Okay. Oh, hier liegt ja überall Zeug. Das ist unten und oben. Aha. Ja! So, ich. Geh das mal runter hier. Ja, mit Telekinese oder Chinese. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Telekinese und Chinese? Telekinese, ja. Es ist in your head. Und Chinese ist das, was du Isaac hier machst. Ach so. Telekinese ist ja, wenn du das mit deinem Mind machst, sozusagen. So, ausweichen. Wow! Wow! Ich, oh, hab ich schon mal gesagt, dass ich sowas nicht kann? Dass ich sowas echt gar nicht kann. Ich? Pff, ich hab genug zu tun ohne. Nein! Scheiße! Oh nee! Hast du das jetzt schon wieder geschafft? Ich? Ich schieb das einfach auf dich. Kann man die echt abschießen? Ja, natürlich musst du auch. Du musst hier. Ich sehe meinen Körper nicht mehr. Achso, das bin ich. Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann sie fast erreichen! Ah! Nein! Nein, jetzt machst du das! Ja, klasse. So, ohne, also. Mm. So, 1-1. Ja, ne? Das ist komisch, ich denke gerade die ganze Zeit, ich bin du und. Ich kann sie fast erreichen. Oh, mach das Ding weg. Wow, nein! Scheiße. Ich korrigiere die Gesamtspielzeit auf insgesamt 30 Stunden. Sehr geehrte Damen und Herren. Also, jetzt wird's aber, ne? Komm. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Einige Turbulenzen kommen da auf uns zu. Bitte schnallen Sie sich an. Und einen schönen Flug wünsche ich Ihnen noch, während diese Teile auf uns zufliegen. Und Ausgang finden Sie rechts und links jeweils an der Exit-Station. Sag mal, das ist ja... Wow!
Okay, nein! Boah. Schlecht, ach, der zielt aber einigermaßen automatisch. Das sieht. Oh! Oh. Oh. Nein! Nein! Scheiße. Tja, haben wir schon gesagt, dass wir auf einen Montag aufnehmen? Ja. Und heute Woche irgendwie gar nichts funktioniert? Hast du schon von deinem Bug erzählt? Nein! So dein Partner ist gestorben. Total beschissenen Dead Space 3 Bug. Und dem man seine Waffe nicht mehr senken kann. Und dann stehst du da wie so ein oller Lump und kannst nicht mehr rennen. Ich kann es nicht verlangsamen. Das ist total kacke. Nein! Nein! Oh. Ich kann sie fast erreichen. Ach, die sind total nervig. Die sind wie... Was? Der Dead Space 3 Profi stirbt. Was, aber wie bin ich... Ich weiß jetzt nicht, woran ich gerade gestorben bin. Ehrlich gesagt. Vielleicht hast du eine Erkältung geholt. Ich meine, hier im Weltraum ist es relativ kalt. Ich und komm nicht dazu, mich zu muten. Du kannst du gerne machen. Im Weltraum hört dich sowieso keiner schreien. Ja, den Sound haben sie schon cool gemacht. Mach dazu. Ja. Aber... Huh? Nein! Wir haben ja auch... Was war das? Heute ist also Technik. Bist du jetzt rausgeflogen oder was? Nein. Bist du noch irgendwo da? Achso, da bist du ja gerade. Nee, ab und zu. Ja, technikmäßig ist heute... Neben der Baustelle vor meinem Fenster ist das heute einfach schrecklich mit den ganzen technischen Problemen. Du hast ja mal auch schon Assassin's Creed aufgenommen, du fleißige Video. Ja. Boah. Aber da habe ich heute mit dem Patch 1.0.2 gespielt. Das könnte man hier vielleicht auch mal erwähnen oder erwägen. Wow! Nein! Boah, war das knapp. Ja, so ein Patch wäre hier vielleicht dann auch mal hilfreich, oder? Oh, oh. Wow. Okay, dann schön dahinter. Nein! Wow. Boah. Haben wir gut gemacht. Nicht. Könnt ihr eigentlich schon vor uns sein? Ja, keine Ahnung. Ich sag dazu nur mieses Arsch. Mir ist voll schwindelig. Mieses Arsch. Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe also. Ich habe mich nie so wirklich umgesehen, wenn wir so ja, das im stimmt. Weltraum sind. Das stimmt. Ich würde es gerne mal so ein bisschen machen, obwohl wir schon ein bisschen verpleppert haben. Ich finde aber auch zu zweit ist das echt cool, wenn man sich hier so gegenseitig sieht. Wie gesagt, ich würde das dann wirklich ab und zu auch mal aus deiner Sicht mir anschauen. Ja, mach das mal. Eigentlich müssen wir fast mit einem PIP, also einem Picture-in-Picture, wieder arbeiten. Wenn das nicht so viel Arbeit wäre und eigentlich irgendwie ein bisschen unsinnig ist. Das ist schon recht viel Arbeit. Ich muss ja auch sagen, ich lasse das jetzt auch. Ich habe ja nur 720p. Also ich merke jetzt langsam so, Bärbel hat ihre Grenzen erreicht. Also es muss jetzt leider nur 720p, aber gut. Aber dafür bietet das Spiel allerdings auch optisch schon einiges. Es ist schon so ein Leckerbissen. Ja, es ist auch schön gemacht. Guck mal, die Aussicht ist doch toll. Richtig schön. Wenn man schwindelfrei ist. Hier gibt's ja keinen oben. Der Baumgartner wird sich jetzt freuen. Wie willst du denn hier Schwindel haben? Es gibt ja keinen oben und keinen unten. Ja, ich meine, ist ja trotzdem sehr hoch. Norden, wo bist Südwesten, du? Lost du in nicht Space. Angeben. Sag mal, sollen wir jetzt mal dahin, wo wir hin sollen? Ja, wir gehen jetzt mal hier, komm. Sag mal, du hast doch irgendwo auch diese Funktion, wo du anzeigen lassen kannst, wo du hin möchtest, oder? Na ja, B. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie ihn? Ja. Also. Mal sehen, ob ich reinkomme. So, warte mal, ich soll mal kurz zu dieser Tür hier. Ach, da bist du ja. Hallo. Hallo. Warte, warte, Isaac, du musst dich abstellen. So, wo bist du? Ach da, du hängst an. Halte mit Chinese und drücke dann zum Drehen Chinese, was? Komm erstmal rein jetzt hier, wir brauchen Luft. Ich habe schon viele Schiffe gesehen, aber sowas noch nie. Könnte daran liegen, dass die souveränen Kolonien Versager waren. Als sie den Unabhängigkeitskrieg gegen Urskar verloren, zerstörten sie ihre gesamte... Was soll ich machen? Mich überrascht, dass jemand überlebt hat. Was haben die überhaupt? Ich spiel da mal so. Also. So, jetzt kriegen wir gleich... Ja. Wie gut, dass wir nicht rauchen. Ja, ja. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. So, Frachtluken öffnen. Ich finde das ja cool, ne? So von draußen nach drin, dass es die Atmosphäre hier gleich schon wieder vorhanden ist, ne? Das ja. Ist, ich finde auch unsere schon nett. Lichter von den Helmen richtig hübsch. Ja, das sieht richtig gut aus. Warte, ich guck mich doch nochmal von vorne an. Warte. Ich muss erstmal, Zeug sofort einsammeln. Das sieht echt gut aus. Ja, ich sammle noch mal, Plapper wieder. Oh, was haben wir? Schneeball, Standard, Alles Klärchen. Oh ja.
Kannst du ein Foto reintun? Ich habe jetzt auch, wenn es übrigens mal interessiert, diese komische Sturmgewehrwaffe und den Plasma-Cutter. Aber wir haben ja die Limited Edition, das heißt, an der nächsten Bench kriegen wir ein paar Waffen. Mhm. Wir haben auch schon ein paar Anzüge. Richtig toll. Ich habe ja Mass Effect 3, ich habe so einen N7-Anzug. Oh, der ist so toll. So, ich habe mal die Tür aufgemacht, damit unsere Kollegen hier auch mal reinschweben können. Natürlich. Oh ja. Wingardium Leviosa. Nein, das heißt Wingardium Leviosa. Leviosa. Boom. Achso, dann muss ich ja... Das ist ja blöd mit den Türen. Ja, jedes Mal muss man die... Mit Chinese, damit man auch ja sein Chinese benutzt. Hallo, Chinese. Muss man die kinetisieren dann? Hallo Nord. Ja. Das SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Natürlich. Koordinaten, ich sehe nach. Ja, wir machen das, ne? Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Das ist mal wieder total typisch. Der Arsch muss alles machen, also wir. Du eigentlich. Wobei ich bin ein Handlanger. Oh, guck mal hier, das Zeug. Es ist dunkel hier. Was sind wir denn da jetzt? Ich bin ja froh, dass es jetzt schon etwas dunkler geworden ist. Ja, es gibt doch mal so ein ab und zu. Weil eben. Atmosphärisch. Ach ja, die Sonne ist total bei mir hier reingeschienen. Ich habe gar nichts gesehen. Weil wir spielen ja heute, müssen wir mal ehrlich sagen, nicht ganz im Dunkeln. Nee, leider nicht. Aber so gruselig ist es halt nicht, ne? Ja. Guck mal, sehr arg. Du musst mir mal sagen, ab wann du ein Blind spielst. Ja, als wir, ja gut, darf ich jetzt schlecht sagen, spoilere ich. Nö, mich ja sowieso nicht, aber... Achso, meinst du? Ich flüstere es dir. Kein gutes Zeichen. Als wir die Ellie gefunden haben! Aha. Wenn wir da durchschneiden, das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Genau, die Bench. Das wird jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, hast du dich damit schon mal vertraut gemacht? Mit der Bench? Natürlich. Ja? Nicht. Natürlich nicht? Nein. Dann wird das ein bisschen brauchen. Ist die Frage, rausschneiden? Ja, nein, vielleicht Gummibaum, weiß ja. Ich würde es dir erklären, aber das dauert ein bisschen. Und ich... Oh. Achso, du wolltest ja gerade runter. Achso, nee, warte, dann komm hoch hier unten. Ja, hier oben ist auch noch Zeug. Also, so Mensch-Szenen im Allgemeinen, wie ich meine Waffe pimpe und so weiter, das würde ich drinnen lassen, aber jetzt fürs erste Mal wird es, glaube ich, ein bisschen dauern. Da ist halt die Frage, ob du das kurz aufs Spiel. Ja, eigentlich rausschneiden ungern, weil eigentlich wollte ich schon komplett alles hier drin lassen. Ich meine, ist halt ein Let's Play. Gut, dann nimm es erstmal auf und entscheide dich später. Dann wird es ja so hören. So, warte, ich mache dir gleich Platz. So. Blockierst schon wieder die Leiter. Nee. Ja, ich weiß, ich bin so fit. Ja. Was ist denn hier noch auf der Leiter? War doch auch eine, ja. So. Vielleicht mal so für die Zuschauer, du hast jetzt hier diesen tollen Würfel da reingetan. Ja. Der symmetrisch auch auf der anderen Seite verfügbar ist. Damit die Tür wahrscheinlich aufgeht, würde ich jetzt mal vermuten. Hier oben ist gar nichts. Wieso gibt's denn das hier überhaupt? Weil es schön aussieht. Ah. Damit. Guck mal, das Licht weist dir den Weg übrigens. Oh. Isaac, geh nicht ans Licht. Das kommt, wir gehen da. So, sollen wir jetzt mal an die Station da? Bench, okay, wie die Profis da sagen. Aktivieren, ja. Gut, okay. Also Tesla-Kern, schwerer Standardarm. Der Planet Cracker Plasma Cutter ist freigeschaltet. Die Missionar, die Vermittler sind alles schwerer Standardarm, genau. Ja. So, dann gehen wir mal kurz durch, damit du das für dich hast. Willkommen bei der Bank. Wir nutzen das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen und dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf Waffenteile. Jetzt will er unbedingt, dass ich in den Safe gehe, warum das denn... Achso, ja, ist okay. Mhm. Ich skippe das jetzt mal. Ganz links, ne, Waffen herstellen. Da siehst du halt, du hast ja nur ein, zwei Waffen, also die erste und die zweite Waffe. Kannst du hier auch schon anwählen. Okay. Und dann macht sich so ein komisches Menü auf, ne, mit oberes Tool, unteres Tool, Rahmen, Platin und Erweiterung und sowas alles, ne? Aha. Und die Waffen, geh mal jetzt rein in sowas, zum Beispiel in das obere Tool. Das ist ja jetzt, wir haben einen Plasmakern oder einen Tesla-Kern. Moment.
Was? Wie wähle ich das denn jetzt aus? Einfach, achso, du kannst, um das mal, du kannst mit WASD hier agieren oder eben die Maus nehmen. Das mache ich immer, Maus nehmen. Und mit E wählst du aus, mit F gehst du immer ein zurück oder mit der rechten Maustaste. Lass dir Zeit. Bis du beim oberen Tool angekommen bist. Ja. Und da gibt es jetzt zum Beispiel Plasmakern oder Tesla-Kern. Und unten zeigt er dir in diesen zwei Kästchen, was sich denn ändert. Schaden, Nachladen, Clip und TPO ist, glaube ich, Tempo, also wie schnell das Ding ist. Ah, okay, alles klar. Also CLP ist dann wahrscheinlich die Größe Clip, des Magazins, genau, Magazin, oder? Clip, alles klar. Richtig. Und wenn du jetzt den Tesla-Kern zum Beispiel anwählst, dann siehst du, der hat mehr Schaden und ist auch schneller im Nachladen, hat aber weniger im Clip. Tempo gleich, bleibt gleich. So, warte, ich muss mal ganz kurz das Tutorial überspringen. Ja, mach das mal. So. Tesla-Kern, ja. Diese Teile legen den grundlegenden Projektiltyp für dein oberes Tool fest. Soll ich das mal anbringen? Ganz kurz der Unterschied. Du kannst, ja, probier's ruhig mal aus. Pack den Tesla-Kern ran und dann zeigt so, du in der Vorschau schon, okay, was das später sein könnte. Ne? Also mit einem Strahl war das ja, glaube ich, gerade. Und ich gehe jetzt erstmal zum Beispiel zum Rahmen und setz mir den, den haben wir noch gar nicht. Ach, verdammt! Ja, stimmt, habe ich auch gerade gemerkt. Also es gibt... Was ist denn unteres Tool? Achso, da haben wir noch Tool, nichts. Das ist ja nicht, das sind so Rahmen für einhändige Waffen, also für Einschusswaffen und für Zweischuss. Ich nehme immer die Zweischuss, also die Rahmen mit einem kann ich, die haue ich immer weg, also was soll ich damit? Deswegen mache ich mir jetzt, demontiere ich mir meine Waffe und erstelle mir eine neue, sozusagen. Okay, okay. Das sieht ja ganz gut aus. Das ist eigentlich auch ganz übersichtlich, finde ich so. Ja, wir gehen, deswegen wollte ich dir das erstmal... Jetzt habe ich natürlich Mist gebaut, warte mal. Tesla-Kern. Ja, gucken wir mal Plasma. Ach ja, so, ein Tesla-Kern ist ein Antriebsmotor zum elektrischen... Schweißen mit Starkstrom. Oh, wir haben noch überhaupt gar keine Platine, ne? Ach, wie doof. Na gut, ja. Dann. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das. Ne? Du kannst ja alles Mögliche einstellen. Es gibt dann noch mehrere Aufsätze für die Spitze. Das macht auch wieder einiges anders. Und okay. Dann gehen wir mal weiter. Pläne, da findest du halt schon vorgefertigte Waffen. Habe ich jetzt prinzipiell nicht gebraucht, weil ich mir meine selber gebastelt habe. Ja, okay. Bei Waffen-Upgrades kommst du sofort in dieses Platinen-Upgrade. Das ist das, was ich dir gerade schon gezeigt habe in klein. Ist jetzt auch nicht weiter wichtig, denn Objekte herstellen, da gibt es halt sowas wie Medipacks, die Torx-Stangen, die sollten wir relativ früh sogar basteln. Und dann gibt es noch den Safe, wo du alles einlagern kannst. Also einen Moment, Torx-Stange, was ist denn das? Gehärtete Kurbel, die an Torx-Schlössern aus Wolfram verwendet werden kann? Das ist prinzipiell, kennst du noch die alten Knotentüren aus, also ich habe die mal Knotentür genannt, aus Dead Space 2? Nee, ich habe ja nur den ersten Teil gespielt. Ja, da gibt es halt immer so Türen, da musst du, dann musstest du damals einen Knoten verbrauchen, der hatte mal ordentlich gekostet. Und das ist hier die Torx-Stange, prinzipiell. Ah, okay. Ja, und dann Safe. Teile verkaufen und verwalte deine Ausrüstung. Und im Safe kannst du halt alles einlagern oder dir halt wieder rausnehmen. Ah so, ja, stimmt. Ich überlege gerade, ob ich eine von den neuen Waffen mal mitnehme. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ich gucke mir die mal jetzt an. Jetzt haben wir ja lange genug hier gestanden. Also das war jetzt prinzipiell echt mal erstmal das Wichtigste. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Wir müssen auch was Action bieten, glaube ich. Ah, das ist so eine, okay. Mit Aufladen. Ach, und das ist die Hoshi. Wie geil. Ja, cool. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier mein Gedöns da dran geschraubt. Ja, ich nehme die jetzt auch einfach erstmal mit. Ja. Das wird schon irgendwie gehen. Ich mach mir... Darf ich dich mal anschießen? Ja, bitte. Aber ich nehme früher oder später noch mich wieder eine Schuhe. Ich muss halt meine Waffe mal ausprobieren. Okay. So, hier lang. Oh, also, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Du musst
Ja gut, das gehört halt dazu, ne? Und wir spielen natürlich auf unmöglich. Wollen wir nochmal an dieser Stelle dazu Alter, sagen. Mach die Tür auf. Achso, ja. Der Partner wartet an der Tür. Genau. Klopf, klopf.